So, hi, ich bin Sonja. Ich bin heute auf dem Weg zum Feldberg unterwegs. Ich bin jetzt hier an der ersten Karte angekommen. Dort wollte ich einmal zeigen, hier an dem Pfahler Wasserfall sind wir jetzt. Und dann geht's da hoch zum Feldberg. Da sieht man leider nicht ganz so viel. Aber zu dem kleinen See da werden wir wohl auch nochmal hinkommen. Und hier ist jetzt schon der erste Wasserfall. Und jetzt geht's los. Ja, die ersten Meter geht es jetzt auch schon richtig steil bergauf. Auf der rechten Seite haben wir hier diese Feldsteine überall. Genau, das sieht man jetzt auf der Kamera leider nicht so gut, aber auf der linken Seite, vielleicht hört ihr es, dort fließt die ganze Zeit jetzt ein wunderschöner Wasserfall entlang. Mein Gefühl sagt mir, dass wir jetzt schon richtig weit gelaufen sind, auch so von der Zeit her. Allerdings sind wir jetzt gerade mal bei knappen 2 Kilometern, aber bald müssten wir es geschafft haben. Was jetzt auf jeden Fall schon mal richtig gut auffällt, dass die Bäume auf der linken Seite jetzt immer kürzer werden. Ist ganz spannend. Dort sind sie jetzt noch relativ hoch und hier Richtung Feldberg eben teilweise gar keine Bäume mehr oder eben sehr niedrige. Hinten, dort ist die Spitze des Feldberges und da geht es jetzt im Prinzip auch hinauf. Ja, ist schon cool, wenn man dann jetzt da gleich noch schöner die Aussicht sehen kann. Also man sieht ja jetzt schon richtig weit.
Aber wenn wir gleich oben angekommen sind, da freue ich mich schon richtig drauf. Dann sehen wir noch mal richtig viel. Ja, richtig cool. Jetzt laufen wir tatsächlich auch hier endlich auf einem richtigen Wanderweg. Ein richtig schöner Schotterweg. So, und da ist jetzt im Prinzip der Weg hoch zu dem Berg. Und dann geht es dort entlang. So, bis zu dem Berg und dann geht es darunter. Dann da um die Kurve links und dann rechts wieder hoch. So, die letzten Meter durchziehen. So, es ist geschafft. Oben angekommen auf dem Feldberg. Im Hintergrund seht ihr ihn jetzt da bei mir. Das ist so das Wahrzeichen vom Feldberg, würde ich mal behaupten. Und jetzt könnt ihr hier im Hintergrund richtig schön die Aussicht sehen. Es ist halt echt richtig schön. Leider ein bisschen diesig, umso weiter es natürlich geht. Aber ich finde, das ist einfach richtig schön. Kann man irgendwie richtig runterfahren, wenn man das sieht. Wir sind jetzt hier gerade noch mal so einen kleinen Hangberg abgelaufen und schauen jetzt dort direkt auf den See.
Und das ist echt unglaublich schön gerade. Da kann man richtig die Aussicht genießen jetzt. Das ist jetzt der Feldbergsee, so heißt er. Dort hinten ist sogar eine kleine Badestelle, da baden sie alle. Ist echt schön. Geht's wieder runter vom Feldberg. Hier ist der See, der Weg. Links, rechts und dann wieder links. Hier rechts ist dann da tatsächlich jetzt auch die Seilbahn, mit der man hätte hoch und runter fahren können. Aber wir nehmen natürlich den sportlichen Weg. So, jetzt gehen wir gerade den Feldberg wieder hinab und es ist jetzt wirklich nochmal richtig steil bergab hier. Also hier sind jetzt halt auch Treppenstufen. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen leichter. Eben war es wirklich nur Geröll, wo man echt aufpassen musste, wo man hintritt. Aber wir haben es gleich geschafft. So. Wir haben es geschafft. Ungefähr 10 Kilometer, also vom Gefühl her war das natürlich wesentlich mehr, dadurch, dass die Höhenmeter jetzt dazu kamen. Aber ich denke mal, so grob 10 Kilometer waren das jetzt, hoch und hinunter jetzt. Und damit kann man wirklich zufrieden sein, muss ich sagen. Wir sind jetzt leicht geschafft. Das reicht jetzt auch für heute. Und nun machen wir uns wieder auf den Weg nach Hause.